Hallo, hier ist wieder eure Gartenfee Maya. Heute befinden wir uns, wie man es hier vielleicht auch schon an meinem kleinen Freund erkennen kann, an meinem Garnelenaquarium. Dieses habe ich euch, glaube ich, noch gar nicht vorgestellt. Ich habe euch wohl mein Guppy-Aquarium und diverse andere Aquarien gezeigt. Aber heute möchte ich euch mal mein Garnelenaquarium vorstellen, da ich es nach Versterben der meisten meiner Garnelen umgerichtet und neue Garnelen dorthin zugesetzt habe. Und deswegen möchte ich euch jetzt dieses Aquarium mal zeigen, euch die verschiedenen Garnelen vorstellen und euch einen kleinen Einblick zu meinem Aquarium geben. Hier ist jetzt nochmal das Aquarium etwas näher zu sehen. Hier oben, da hinten, befindet sich, glaube ich, die eine Red Fire Garnele, die ich noch habe, die aus dem ersten Kauf stammt. Die anderen sind nach und nach alle verstorben. Ich schätze an Altersschwäche, da dieses Aquarium auch schon etwas älter ist. Und hier sieht man hier einige andere Garnelen. Also ich habe drei orangefarbene Zwerggarnelen hinzugegeben in das Aquarium. Dann habe ich drei Neocaridina Davidi oder Davidi, wie auch immer man es aussprechen möchte, Garnelen im Aquarium hinzugegeben. Und dann habe ich noch drei Sakura-Zwerggarnelen ins Aquarium gegeben. Also es handelt sich bei allen Garnelen, die ich eben aufgezählt habe, um Zwerggarnelen, die sich hier im Aquarium befinden. Und man sieht aber dennoch, diese hier sind noch sehr klein, während diese hier hinten wesentlich größer ist. Also ich bin mal gespannt, ob meine neuen Garnelenfreunde noch wachsen. Da hinten ist auch eine rote Garnele zu sehen. Man kann auf jeden Fall sagen, dass man verschiedene Garnelen durchaus zusammenhalten kann im Aquarium, solange es sich eben um Garnelen handelt, die ähnliche Bedingungen brauchen. Also bei diesen Garnelen ist es jetzt so, dass die alle mal abseits der unterschiedlichen Farbe sich in den Bedingungen gleichen. Also so eine Wassertemperatur von ungefähr 23 Grad ist zu empfehlen. Verschiedene Pflanzen, das Übliche, wie eben auch bei Fischen, kein zu hartes Wasser, kein verunreinigtes Wasser. Und genau, diverse Versteckmöglichkeiten zum Beispiel auch für die Garnelen können ganz sinnvoll sein. Und so sieht das Ganze hier momentan aus. Aber was besonders wichtig ist, dass man einen garnelensicheren Filter hat. Also es handelt sich hier um einen Schwamm, durch welchen die Garnelen dann halt nicht eingesaugt werden können. Also manchmal sitzen sie auf dem Filter. Ich weiß nicht, ob. Ja, da sind noch welche zu sehen. Da unten sind sie am Filter und fressen dann die Algen vom Filter ab. Also eigentlich wollte ich den Filter hier auch schon reinigen, wie man es da sehen kann. Aber da die Garnelen sich die meiste Zeit am Filter befinden, habe ich das jetzt mal noch vermieden. Ansonsten habe ich hier diverse Wasserpflanzen. Also hier zum Beispiel die Wasserpest, die man eben so kennt. Und ich habe auch verschiedene Wurzeln hier im Aquarium. Hier ist zum Beispiel eine zu sehen. Hier ist eine zu sehen und ich werde euch gleich jetzt mal noch etwas genauer über das Becken erzählen. Hier sind auch noch zwei Garnelen zu sehen, eine eher grau-schwarz gefärbte und eine rotfarbige, wobei das, jetzt wird es ein bisschen schärfer. Also bei den Wurzeln handelt es sich übrigens um eine Savannenwurzel und eine Mopani-Wurzel. Diese sind hier beiden zu sehen. Und bei den Wasserpflanzen handelt es sich um Egeria-Densa-Arten, die ich hier im Becken verteilt habe. Hier ist noch ein Stein. Also den Stein hatte ich schon vorher im Aquarium, den Filter auch. Hier ist der Heizstab. Hier hinten die halbe Kokosnussschale hatte ich auch schon im Becken und diesen Garnelenturm, der in der Mitte hier zu sehen ist. In diesem befinden sich Löcher und dort können Garnelen zum Beispiel ihre Brut ablegen, beziehungsweise dort können sie ihre Babys gebären. So wollte ich das eigentlich sagen. Und ansonsten habe ich eben die Wurzeln hier neu dazugegeben und der Moosball war auch schon vorher im Becken. Aber ich habe versucht, das Ganze etwas schöner zu gestalten, indem ich eben verschiedene Pflanzen hier einsetze. Hier zum Beispiel wächst die Pflanze an der Wurzel entlang. Und hier hinten ist die andere Wurzel zu sehen, die ich so
etwas schräg platziert habe. Dahinter, da wächst die Wasserpest nach oben. Hier wächst auch Wasserpest nach oben. Hier ist, wie gesagt, der Heizstab, der auf etwa 23 Grad eingestellt ist. Und hier ist auch wieder eine kleine Garnele zu sehen, die vermutlich die Algen von der Wasserpflanze abgrast. Ich kann sagen, dass sich jetzt hier im Aquarium 10 Garnelen befinden, also 9 neue, die ich dazu gesetzt habe. Ich finde diesen Blauton übrigens sehr schön. Und die eine ältere, die eben hier oben zu sehen ist. Meine Befürchtung war ja, dass die Garnelen sich vielleicht nicht gut verstehen, da ich eben neue Garnelen zu der alten dazugesetzt habe. Aber dem scheint wohl nicht so zu sein. Also, wie man sieht, leben sie sehr friedlich zusammen, in friedlicher Koexistenz, wie man es auch sagen möchte. Ich habe das Gefühl, dass vor allem die blauen Garnelen sehr agil sind und in einer gewissen Weise, wobei die rote ist vielleicht auch agil, in einer gewissen Weise auch möglicherweise zutraulich. Ich habe übrigens Sand als Aquariumgrund hier, Bodengrund. Es ist eigentlich, Sand ist gut für die Garnelen, weil sie ja eben auch immer hier über den Boden grasen, und auch für Welse ist Sand besser als Aquarienkies. Allerdings lässt sich dieser nicht reinigen. Also man kann hier sehen, wie sich hier Mulm schon abgesetzt hat auf der Sandoberfläche, wenn man es im Vergleich zu hier vorne sieht. Und das lässt sich eben nicht wirklich absaugen, weil man dann gleichzeitig den Sand mit einsaugt. Aber ich hoffe ja, dass dadurch, dass jetzt mehrere Garnelen sind, sich irgendwann das Ganze etwas legt. Und auch dieses Becken nicht zu sehr veralgt. Ich habe hier oft mit vermehrter Algenbildung zu kämpfen. Da sind auch die beiden Garnelen zu sehen. Und ich hoffe, dass ich hier jetzt ein ausgeglicheneres System schaffen konnte durch die verschiedenen Garnelen und verschiedenen Pflanzen und eben auch solche Dinge wie die Wurzeln, dass sich eine Algenbildung eher verringern lässt. Vermeiden lässt es sich wohl nie, aber es wäre schon ganz schön, wenn das Becken hier nicht zu schnell veralgt. Hier kann man sie schon wieder sehen, die einzelnen Algenstränge. Meistens lasse ich die erstmal so, und wenn es zu viele werden, dann entferne ich sie eben. Aber ich möchte die Garnelen jetzt an ihren ersten Tagen auch nicht zu sehr stressen. Das war schon nervenaufreibend genug, sie hier ins Aquarium geben zu können. Ich wollte natürlich auch nicht, dass sie einen Schock erleiden mit dem Wechsel des Aquarienwassers und ähnlichem. Aber genau, ich gehe nochmal hier etwas weg. Hier sieht man nochmal das Aquarium in der gesamten Übersicht. Ich denke, dass es ganz schön geworden ist mit den verschiedenen Details, wie mit diesem Stein hier oder den Wurzeln und den Pflanzen. Ich finde, hier links fehlt noch ein bisschen Grün. Vielleicht setze ich da auch nochmal so eine Pflanze hier ein mit diesen Blättern. Aber da die Pflanzen ja auch mit der Zeit wachsen, wird diese sich ja wohl auch noch weiter ausbreiten, und möglicherweise werde ich dann einen Teil nehmen mit Wurzeln und eher hier hineinsetzen. Aber das kann man dann ja bei Zeit zu Zeit entscheiden. Ich werde auch mal abwarten. Ich bin mir noch nicht sicher, wie oft ich die Garnelen füttern werde oder ob ich sie überhaupt füttern muss, da man ja sehen kann, dass sie überall die Algen abgrasen, also von dem Heizstab oder von dem Filterschwamm oder von den Pflanzen hier oder ähnlichem. Aber ich denke, dass es vielleicht auch ganz gut ist, wenn die Garnelen mal quasi ausgewogenere Nahrung bekommen. Aber man muss natürlich aufpassen. So viele Garnelen sind jetzt hier auch nicht in dem Becken. Schnecken befinden sich nur vereinzelt hier welche. Also wenn man die Garnelen füttert, könnte es natürlich sein, dass sie nicht alles fressen, was ich ihnen gebe. Und das wäre gerade bei so einem kleinen Aquarium nicht gut, wenn dann das Wasser verunreinigt werden würde oder kippen würde aufgrund von überschüssigen Nahrungsresten oder so. Ich werde mal jetzt abwarten, wie sich das Ganze entwickelt mit der neuen Algenpopulation und den neuen Pflanzen. Aber ich finde auf jeden Fall, wie gesagt, dass es eigentlich ganz hübsch aussieht so. Insbesondere eben mit den diversen Wurzeln. Und genau, das war jetzt erstmal ein kleiner Einblick zu diesem Aquarium mit den neuen Garnelen. Gut, so viel hat man von den Garnelen jetzt wohl nicht gesehen, unbedingt, aber
Ab und zu sind ja ein paar hier vorbeigeschwommen. Wie gesagt, das ist die älteste Garnele, die ich habe. Gleichzeitig aber dann auch die größte. Hier oben sieht man noch eine Garnele der gleichen Art, da hinten. Auch so eine rote Garnele. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die orangefarbenen sitzen da unter dem Filter. Ich weiß nicht, ob man das da hinten erkennen kann. Da ist eine rote Garnele und eine quasi durchsichtige. Das ist vermutlich die orangefarbene, die man da sehen kann. Da sind, glaube ich, sogar drei Garnelen gerade unter dem Filter. Und hier ist wieder eine blaue Garnele. Die gehört auf jeden Fall zu meinen Favoriten. Zu meinen Lieblingsexemplaren, da sie, ich weiß nicht, ich finde, sie sieht sehr erstaunlich aus. Also Tiere in so einem Blauton habe ich noch nicht häufig gesehen. Vor allem eben in diesem Kontrast, wie man es gesehen hat mit diesem grünen Moosball. Das finde ich sehr, sehr schön. Also hier nochmal den Überblick über das Aquarium. Ich kann auch mal die Seite wechseln. Dann sieht man es von hier auch nochmal. Und dann kann ich auch noch mal auf die andere Seite gehen. So. So sieht das Ganze jetzt momentan aus. Also das war's dann jetzt von diesem Video erstmal. Ich hoffe, dass euch dieser Garneleneinblick gefallen hat. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Garnelen ihr so zu Hause habt und vor allem, welche Garnele eure Lieblingsart ist und beziehungsweise welche mit eurer favorisierten Farbgebung. Wie gesagt, bei mir hat man das jetzt wohl offensichtlich gesehen, dass ich vor allem die blaufarbigen Garnelen sehr zu schätzen wisse und sehr beeindruckend finde. Aber die Kombination ist natürlich auch nicht schlecht mit dem Rot, mit den gräulichen Garnelen, mit den orangefarbenen. Man muss natürlich aufpassen, wenn diese sich untereinander vermehren, welche Farbgebung dann letztendlich rauskommt. Aber das wird man dann ja mit der Zeit sehen. Letztendlich habe ich dann vielleicht, falls das so funktionieren sollte, nur braune Garnelen im Aquarium, wenn sie sich alle untereinander mischen, was die Farben angeht. Aber die sind bestimmt auch ganz schön, so braun-gräuliche Garnelen, wie die eine, die wir da auch eben gesehen haben. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und würde mich freuen, wenn ihr mir eben in den Kommentaren schreibt, wie ihr das Ganze so handhabt und wie ihr dieses Aquarium findet. Vielleicht habt ihr auch noch Tipps, wie ich das Ganze weiter einrichten könnte. Hier sieht man auch nochmal die eine. Da sieht man jetzt sogar zwei Garnelen. Genau, ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Wir sehen uns bald wieder. Eure Gartenfee Maya. Bis bald.